Denkmal in Osten, Teil 3. Die alten Dorfkerne. In Teil 1 haben Sie Alt-Marzahn kennengelernt. Im zweiten Teil viel Wissenswertes über den Bezirk erfahren. Und nun widmen wir uns den Dorfkernen von Hellersdorf, Kaulsdorf, Biesdorf und Mahlsdorf. Ich beginne meine Reise in ein Hellersdorf und stelle leider fest, dass es keinen richtigen Dorfanger mehr gibt. Es wirkt etwas zersplittert. Zwischen alten, denkmalgeschützten Gebäuden tauchen auch immer wieder neuere Häuser auf. So schafft es das erstmals 1375 urkundlich erwähnte Dorf nicht wirklich, den gleichen Charme, wie es Alt-Marzahn noch hatte, zu versprühen. Ich ziehe also relativ schnell weiter zum nächsten Punkt meiner Expedition. 4 Kilometer entfernt, in der Dorfstraße, beginnt Alt-Kaulsdorf mit dem Gelände der 1932 gegründeten Spirituosenfabrik Schilkin. Alt-Kaulsdorf besitzt einen wunderschönen alten Dorfkern und wird damit zum Highlight des Tages. Um den Dorfanger mit der um 1250 errichteten Kirche befinden sich viele alte, teils recht farbenfrohe Häuser. Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude stammen meist aus der Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie die anderen Ortsteile von Marzahn-Hellersdorf hat auch Kaulsdorf eine lange landwirtschaftliche Vergangenheit. Hier wurde 1957 mit dem Namen Freie Erde ebenfalls eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft gegründet. Ich genieße noch ein wenig die Schönheit und Ruhe des Ortes, ehe ich wieder aufbreche. 100 Meter vom Dorfkern entfernt befindet sich die B1. Ich folge eine Weile stadteinwärts. Direkt nach einer großen Kreuzung tut sich vor mir erneut ein Anger auf. Er gehört zu Alt-Biesdorf. Ich würde mir gern die Kirche genauer ansehen, die sich dort befindet. Doch zuerst zieht etwas anderes meine Aufmerksamkeit auf sich. Auf der rechten Seite befindet sich das Schloss Biesdorf. Das Schloss, welches eigentlich kein Schloss ist, sondern eine spätklassizistische Villa, wurde 1868 vom Architekten Heino Schmieden für Hans Hermann von Rüxleben errichtet und ging später in den Besitz von Werner und Wilhelm von Siemens über. Das schöne, rötlich eingefärbte Herrenhaus steht genauso wie der dazugehörige Schlossgarten, entworfen im Übrigen vom ehemaligen Tiergartendirektor Eduard Neide, seit 1979 unter Denkmalschutz. Heute dient das Schloss als kommunale Galerie und bietet Veranstaltungen für Kunst und Kultur an. Ich sehe mich noch etwas um und versuche dann zum Anger und der Kirche zu gelangen, was sich aufgrund des starken Verkehrs als ziemlich schwierig herausstellt. Endlich angekommen, kann ich die Gnadenkirche betrachten, welche 1951 nach Zerstörung der vorherigen im Zweiten Weltkrieg eingeweiht wurde. Auch einige alte Häuser stehen noch auf beiden Seiten des Angers. Doch wirklich schön finde ich den Ort nicht. Bauzäune und vor allem die Bundesstraße zerstören das Bild des alten Dorfes. Dennoch bin ich irgendwie von dem Gesamtbild beeindruckt. Ich breche zum letzten Anlaufpunkt des Tages auf. 4,5 Kilometer entfernt gelange ich nach Alt-Mahlsdorf, nicht unweit des S-Bahnhof Mahlsdorf. Wie Alt-Hellersdorf ist auch hier kein Anger mehr vorhanden. Dennoch gibt es einiges zu sehen. Die dort stehenden, recht hohen Häuser finde ich sehr imposant. Mit der 114 Jahre alten Friedrich-Schiller-Grundschule bilden sie ein tolles Ensemble. Ich mag diesen neogotischen Stil unheimlich gern und durch das herrliche Wetter zeigt dieser Ort einmal mehr die Schönheit meines Bezirks. Kommen Sie gerne einmal vorbei und erkunden den Bezirk auf eigene Faust. Denn die eigenen Augen machen immer noch die schönsten Bilder.